Das ist ein Film über Ricarda Hoch. Wir haben uns gefragt, wer diese Schriftstellerin eigentlich war und haben Folgendes herausgefunden. Ricarda Hoch hatte zwei Geschwister, spielte gern im Garten und las gerne spannende Bücher. Weil sie ein rundes Gesicht und ein etwas plattes Näschen hatte, nannte man sie in der Familie das Katerchen. Sie selbst mochte Katzen und diesen Spitznamen. So unterzeichnete sie einen Kinderbrief an ihren Vater mit einer lustigen Katzenfigur. Schon früh zeigte sich Ricarda Hochs schriftstellerisches Talent. Mit ungefähr 14 Jahren schrieb sie folgendes Gedicht. Der Löwe. Noch ist es nicht Abend, im finstern Wald, wo eben noch hat, das Hifthorn erschallt. Da steht in der weiten Höhle der Löwe. Wie blicken seine Augen so treu? Er schüttelt sein wehendumwalltes Haupt, der Jäger hat ihm seine Kleinen geraubt. Ich bin am 18. Juli 1864 in Braunschweig geboren. Mein Vater war Kaufmann. Meine Eltern lebten während der ersten Jahre ihrer Ehe in Brasilien, kehrten aber kurz vor meiner Geburt zurück, damit meine Mutter, die noch sehr jung und sehr zart war, die Fürsorge ihrer Eltern zuteil werden konnte. Da der Beruf meinen Vater oft zu längeren Abwesenheiten zwang und meine Mutter leidend war, leiteten hauptsächlich meine Großeltern in überaus gütiger und freier Weise meine und meiner Schwester Erziehung. Mein Großvater war in der Geschichte sehr bewandert und teilte gerne mit, was für uns passte. Des Abends waren häufig geschichtliche Vorträge und Personen Gegenstände des Gesprächs, an dem wir Kinder teilnahmen. Mein Anteil bestand in leidenschaftlicher Abneigung oder Zuneigung für die besprochenen Persönlichkeiten. Diese lebendige Auffassung geschichtlicher Persönlichkeiten sollte Zeit ihres Lebens eine besondere Stärke für Ricarda Hoch als Autorin werden. Wenige Schriftsteller konnten so leidenschaftlich und persönlich wie sie über bekannte Menschen der Weltgeschichte berichten. Ich besuchte eine Privatschule, die anregend und bildend war, die mich aber nicht mit soliden Kenntnissen ausstattete und die ich mit 14 Jahren absolviert hatte. Die viele freie Zeit, die ich während der nächsten Jahre hatte, füllte ich zum Teil mit Lesen aus. Persönliche Verhältnisse und der Wunsch, mich unabhängig zu machen, ließen mich den Plan fassen, zu studieren. Ich hatte gehört, dass das in Zürich möglich sei. Zur Abreise wählte ich einen Zeitpunkt, wo mein Vater, der mich sicher nicht hätte fortgehen lassen, in Brasilien war. Er starb bald nach seiner Rückkehr, ohne dass ich ihn wiedergesehen hatte. Meine Mutter war schon vorher gestorben. Ricarda Hoch machte ein Lehrexamen und unterrichtete an Mädchenschulen in Zürich und 1896 bis 97 in Bremen. Sie stand jedoch nicht gerne vor großen Gruppen und war als Lehrerin zunächst unsicher. Außerdem brauchte sie Zeit für ihre schriftstellerische Tätigkeit und wollte daher diesen Beruf nicht weiterführen. Nach ihrer Heirat mit dem Italiener Ermanno Ciccioni 1898 konnte Ricarda Hoch den Lehrberuf endgültig aufgeben, da verheiratete Frauen damals nicht im Schuldienst arbeiten durften. Ricarda Hoch war eine hervorragende Erzählerin, die mit Leidenschaft, Gefühl und Fantasie Geschichten erfinden konnte. Gleichzeitig war sie interessiert an der Wirklichkeit, der Politik und Geschichte. Ricarda Hoch hatte einen großen Drang zu schreiben und versuchte sich mit großem Können in vielen unterschiedlichen literarischen Gattungen. Sie schrieb Gedichte, Erzählungen, Theaterstücke, Schriften zu Religion und Philosophie und historische Werke, wie der Dreißigjährige Krieg. Das Werk ist heute noch eine berühmte Darstellung des Krieges mit all seinen dramatischen, politischen und religiösen Unruhen. Ricarda Hoch war vor der Zeit des Nationalsozialismus als Schriftstellerin in Deutschland hoch angesehen. 1926 war sie die erste weibliche Schriftstellerin in der Preußischen Akademie der Künste, in der Sektion für Dichtkunst, als Juden, wie zum Beispiel Alfred Döblin, aus der Gemeinschaft entfernt wurden, protestierte Ricarda Hoch dagegen, als sie und Andersdenkende, wie Thomas und Heinrich Mann, dort nicht mehr ihre freie Meinung sagen durften, sondern nur die der Nazis, trat Ricarda Hoch aus der Akademie aus. Sie kommentierte ihren Austritt mit der Begründung, dass ein Deutscher Deutsch empfindet, möchte ich fast für selbstverständlich halten. Aber was Deutsch ist und wie Deutschtum sich betätigen soll,
Darüber gibt es verschiedene Meinungen. Was die jetzige Regierung als nationale Gesinnung vorschreibt, ist nicht mein Deutschtum. Die Zentralisierung, den Zwang, die brutalen Methoden, die Diffamierung Andersdenkender, das prahlerische Selbstlob halte ich für undeutsch und unheilvoll. Bei einer so sehr von der staatlich vorgeschriebenen abweichenden Auffassung halte ich es für unmöglich, in einer staatlichen Akademie zu bleiben. Ricarda Hoch liebte die deutsche Kultur, Literatur und Architektur. Aber sie verachtete die Nationalsozialisten. Sie hielt die Nazis nicht für die Herrenmenschen, die zu Recht über andere herrschten, und äußerte sich positiv über die Juden. Ich habe das deutsche Volk früher geliebt. Ich verachte es heute. Da sind die Juden doch viel bessere Menschen. Aber solche Äußerungen waren gefährlich. Denn auch private Gespräche wurden belauscht. Man konnte dadurch seine Arbeit verlieren, ins Gefängnis kommen oder sogar hingerichtet werden. Ricarda Hoch selbst war zu berühmt für eine öffentliche Gegnerschaft. Die Nazis hatten es auf ihren Schwiegersohn abgesehen. Es war der Jurist Franz Böhm, der Ricarda Hoch nicht widersprochen, sondern ihr beigepflichtet hatte. Franz Böhm verlor seine Stelle als Professor. Nun hatte die Familie finanzielle Probleme. Deswegen musste Ricarda Hoch mit ihrer Schriftstellerei das Geld verdienen. Gegen den Schwiegersohn wurde ermittelt, weil er angeblich hinterhältig gehandelt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte Ricarda Hoch zu verstehen, wie es ihr und den Deutschen gegangen war. Sie analysierte die Lage. Was fast allen Führenden im Kampf gegen Hitler fehlte, war ein Schuss Höllenfeuer im Blute, das sie den Gegnern ebenbürtig gemacht hätte. An Schlangenklugheit und Schlangengefährlichkeit waren sie Hitler und seinen Genossen nicht gewachsen. Hat das Fehlen der Unbedenklichkeit eines dämonischen Machtbegehrens und Herrscherwillens unsere Helden des Erfolgs beraubt, so lässt es ihre Ehrenhaftigkeit umso klarer hervorleuchten. Um die Gegner des Nationalsozialismus zu würdigen, die im Kampf gegen das Böse mutiger waren als sie selbst, schrieb Ricarda Hoch ihr Werk Bilder deutscher Widerstandskämpfer, in dem sie unter anderem die mutigen jungen Studenten Hans und Sophie Scholl und die Weiße Rose lebendig beschrieb. Ricarda Hoch war über die erlebte Zeit wütend und traurig. Es gab Namen, die sie mit dem Bösen verband. Sie glaubte aber, dass man das Böse nicht schönreden darf. Und glaubte, dass irgendwann Gerechtigkeit kommen würde. Wie schon als Kind wählte sie im Gedicht aus der Sammlung Herbstfeuer die Metapher der wilden Katze. Es hört sich an, als ob in ihrem Herzen ein Löwe tobt. Mein Herz, mein Löwe, hält deine Beute fest, dein Geliebtes fest in den Fängen. Aber Gehasstes gibt es auch, das es niemals entlässt, bis zum letzten Hauch. Was immer die Jahre verhängen. Es gibt Namen, die beflecken, die Lippen, die sie nennen. Die Erde mag sie nicht decken, die Flamme mag sie nicht brennen. Der Engel, gesandt den Verbrechen, mit der Gnade von Gott zu betrauen, wendet sich ab voll Grauen und wird zum zischenden Rächer. Und hätte Gott selbst so viel Huld, zu waschen die blutrote Schuld, bis der Schandfleck verblasste. Mein Herz wird hassen, was es hasste. Mein Herz hält fest deine Beute, dass keiner dran künstle und deute, dass kein Lügner schminke das Böse, verflucht es vom Fluche löse. Sie hat sich nie zur Ruhe gesetzt. Sie hat nie aufgehört zu schreiben. In ihren nach 1945 entstandenen Arbeiten gab es keine Spur von Selbstgerechtigkeit oder gar Selbstmitleid. 1946 erklärte sie knapp: Betrachten wir uns nicht als Opfer, sondern als solche, die mit der Hölle im Bunde waren. Als sich im Oktober 1947 die deutschen Schriftsteller Ost und West zum ersten Mal nach dem Krieg zusammenfanden, wurde Ricarda Hoch zur Ehrenpräsidentin gewählt. Die Versammelten erhoben sich von ihren Plätzen. Noch im gleichen Jahr verstarb Ricarda Hoch. Sie ist auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main beerdigt. Sie wurde 83 Jahre alt.